Sonne in Südspanien als Energiequelle für uns? Fragen wir Professor Bernd Rech, Experte für erneuerbare Energien und Solarzellen vom Helmholtz-Zentrum Berlin. Herr Rech, Südspanien hat viel Sonne, aber auch viel Sand und viel Wind. Macht denn der ganze Sand, wenn der Wind weht, dann auch die schöne Technik kaputt? Ich glaube, dass man heute schon genügend weiß, wie man diese Kraftwerke aufstellt, wie sie ingenieurstechnisch gebaut werden, dass die Technik auch heute schon funktioniert. Aber beachten muss man es bestimmt. Es geht bei diesen Dingen ja auch immer um Nutzungsgrade und Wirkungsgrade. Wie weit ist man da heute und wie weit kann man kommen? Die Physik würde erlauben, dass man über 80% des Sonnenlichts zum Beispiel direkt in elektrischen Strom umwandelt. Im Labor hat man heute 40% gezeigt. In der Anwendung ist man eher bei 10 bis 20%. Das heißt, das ist warum ist man da so weit von entfernt? Hat das technische Ursachen? Das hat einerseits technische Ursachen, dass es noch nicht erfunden wurde. Es hat aber auch zu einem Teil auch Ursachen, dass die Kosten immer teurer werden, wenn man die besten technischen Lösungen derzeit nutzen würde. Wenn ich Solarstrom beziehe und die Sonne scheint nicht, kann ich denn trotzdem den Fernseher anmachen und Projekt Zukunft schauen? Ja, da brauchen Sie Speicherung der Energie oder Sie brauchen große Netze, wo der Strom dann einfach von woanders hergeholt wird. Große Netze sollen ja gebaut werden. Reden wir über Desertec. Desertec ist ja ein gigantisches Projekt, wo in der Wüste Sahara Strom erzeugt werden soll, das dann durch riesige Netze in Europa verteilt wird. Glauben Sie daran? Also ich glaube daran, dass es kommt. Es gibt ja heute schon große Netze und man kann Strom über Tausende von Kilometern übertragen. Diese Netze müssen gebaut werden und die Idee von Desertec ist ja auch nur, dass ein kleiner Teil des Stroms dann von Nordafrika nach Mitteleuropa kommt. Also ich glaube, dass es kommen wird, aber auch hier gibt es noch viel zu tun, auch politisch. Was ist wichtiger? Was würden Sie sagen? Die zentrale Versorgung wie zum Beispiel Desertec oder die dezentrale durch Solarzellen, die wir auf Häusern haben? Ich glaube, wir sollten möglichst viel dezentral machen. Aber die großen zentralen Netze können das Ganze unterstützen. Das ist kein Widerspruch, sondern es wird darum gehen, dann das möglichst effizienteste System für die Zukunft zu entwickeln. Und was wird das sein? Wie werden wir in Zukunft unseren Energiebedarf decken? Ich glaube, ganz viel aus erneuerbaren Energien, ganz viel aus heimischen erneuerbaren Energien. Wir werden gute Speicher haben. Vielleicht haben wir Elektroautos, dann alle, die Energie zwischenspeichern können. Aber genau vorherzusagen, wie es in 30 Jahren aussieht, das würde ich mich nicht trauen. Nee, das ist klar, das würde ich mich auch nicht trauen, nicht mal als Experte. Aber eins können Sie mir vielleicht noch sagen. Wenn die Sonne eine Stunde lang scheint, wie viel kann ich oder wie viel von der Welt kann ich dann mit Energie versorgen? Ganz prinzipiell scheint die Sonne in einer Stunde so viel Energie auf die Erde, wie die Weltbevölkerung derzeit das ganze Jahr verbraucht. Das heißt, es ist 10.000 Mal mehr. Es geht nur darum, einen kleinen Teil davon zu nutzen. Und warum wird das nicht viel mehr getan? Warum ist da die Forschung auch nicht viel weiter? Ich glaube, die Forschung ist schon relativ weit. Die muss weitergehen, dann muss es umgesetzt werden. Noch ist es wesentlich billiger, Erdöl zu verbrennen. Aber ich glaube, in Zukunft werden die erneuerbaren Energien das Rennen machen. Bernd Rech, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.